Ja, einen schönen guten Morgen aus Lefkara. Wir sind von unserem Ferienhaus gestartet, was direkt in der Innenstadt liegt, und werden jetzt mal durch die Stadt gehen. Lefkara ist natürlich keine Stadt, sondern ein Bergdorf im Bereich Larnaca. Es liegt zwischen Larnaca und Limassol in den Bergen auf etwa 500 Meter Höhe und hat auch etwa 500 bis 600 Einwohner. Es ist wesentlich kühler als am Meer unten. Wir hatten jetzt Temperaturen meist im einstelligen Bereich dort oben. Sommer wird es natürlich auch hier sehr warm. Unser Haus verfügt über einen Pool, einen Whirlpool, und alle Zimmer sind natürlich auch klimatisiert, denn im Hochsommer wird man auch hier Temperaturen über 30 Grad erwarten dürfen. Zumindest tagsüber wird es auch hier sehr, sehr warm. Hier ist noch ein Minimarkt. Ja, hier rennen lauter Leute rum, die ein Orientierungsspiel machen. Was man halt so am Sonntagmorgen macht. Lefkara zählt vor allen Dingen im Sommer zu den Highlights bei den Tagestouristen. Hier werden Silberschmuckarbeiten angeboten und von den Frauen Handklöppeleien angefertigt, die hier in diversen Shops angeboten werden. Man muss ein bisschen darauf achten, ob es echt ist oder China-Ware, und auf den Preis, dass man ein bisschen verhandelt und nicht gleich den erst aufgerufenen Preis dafür auf den Tisch legt. Ja, vieles im Ort ist hier nur noch Fassade. Manchmal ist hinter der Fassade gar nichts. Vieles ist unvollendet. Ich weiß nicht, wie das mit Eigentumsverhältnissen ist. Manchmal wird auch investiert und auch neu gestaltet. Aber hier ist noch viel Potenzial, wenn man wieder aufbauen möchte und etwas Neues erschaffen möchte. Ihr seht es ja selbst. Hier kann man noch kreativ werden. Thank you.
sind die meisten Shops, Restaurants, Kaffeebars angesiedelt. Und hier ist die Straße auch am breitesten. Ja, wir sind noch mal zu einem kurzen Besuch in unserer Wohnung eingekehrt, denn ich hatte mein Handy vergessen und das braucht man ja, weil man überall den Impfpass vorzeigen muss. Ein kleiner Blick von unserer Dachterrasse in den Innenhof unseres Ferienhauses. Hier gab es einen Pool, der leider nicht beheizt war, was ich verstehen kann. Wir haben ihn deshalb auch nicht genutzt bei den Außentemperaturen, die um die 10 Grad waren oder abends auch weit darunter, haben wir natürlich nicht genutzt. Hier oben gab es aber einen Jacuzzi, den haben wir benutzt. Unten war einmal getrennt Küche und Wohnzimmer und die beiden Schlafräume unterhalb des Jacuzzi-Raumes. Auch das Nachbargrundstück lässt noch viel Spielraum für eine Neugestaltung übrig. Hier ist vorne raus auch nur die Fassade erhalten. Und nach hinten raus kann man sich austoben. Über die baulichen Maßnahmen müsste man sich dann vor Ort informieren, was man einzuhalten hat. Aber hier ist definitiv Spielraum gegeben. So, wir haben Lefkara verlassen und sind nach Limassol gefahren, unten am Meer. Dort sind es rund 10 Grad wärmer. Also wir haben hier so 14 Grad etwa. Man kann ohne Jacke eigentlich in der Sonne spazieren gehen und wir werden mal versuchen, die Altstadt zu erreichen. Wir haben irgendwie sehr weit außerhalb geparkt, aber wir werden die Innenstadt jetzt zu Fuß erreichen. Und da wir schon in der zweiten Tageshälfte sind, haben wir erstmal ein Restaurant aufgesucht, was traditionelle griechische Messe serviert. Das sind Vorspeisen, bei denen es so viel gibt, dass man es eigentlich fast nicht mehr aufessen kann und am Ende steht auch noch ein Hauptgericht, zumindest in diesem Restaurant. Es war super und wir haben gut geschleppt. So, wir haben den Fresstempel wieder verlassen und wollen jetzt nochmal zum Schloss gehen. Leider hatte das Schloss schon zu. Es ist auch, glaube ich, nicht so viel zu sehen. Es ist eine mittelalterliche Burg, in der Verliese zu bewundern sind, so zumindest laut dem Reiseführer. Wir sind jetzt unterwegs am modernen Yachthafen. Hier sind viele Bars, viel Entertainment. Ich glaube, hier ist im Sommer auch richtig was los. Limassol ist übrigens die drittgrößte Stadt auf Zypern, der Finanzmagnetpunkt von Zypern. Hier werden die meisten Investitionen getätigt. Hier sitzen viele internationale Shippingfirmen. Es besitzt neben einem modernen Yachthafen auch den größten Hafen der Insel und ist somit ein großer Wirtschaftspunkt. Viele moderne Gebäude sind im Bau und auch schon fertiggestellt. Und es liegen super viele Kreuzfahrtschiffe hier auf Reede, die darauf warten, wieder in Betrieb genommen zu werden nach der Corona-Krise. So, die Bar du Soleil ist der Hit hier am Hafen. Nicht nur bei den Gebäuden findet sich der morbide Charme, auch bei den Schiffen im Hafen sieht alles sehr ursprünglich aus. So, ich bin auf der Strandpromenade von Limassol.
So, hier war irgendwie ein Volkslauf heute Morgen, genauso wie in Lefkara. Hier sind noch überall die Startpunkte für die Läufer markiert. Hier sitzt wohl die Stadtverwaltung. Wer shoppen möchte, ist in Limassol gut aufgehoben. Hier gibt es viele Geschäfte, sei es mit Originalprodukten, sei es mit nachgemachten Produkten. Hier bekommt man alles und das an 7 Tagen in der Woche, also auch sonntags. Das war unser erster Tag auf Zypern. Wenn ihr an den anderen mit dabei sein wollt, dann schaut doch einfach mal wieder vorbei oder lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nicht, wenn das nächste Video rauskommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss!